Hallo Katrin. Hallo Carina. Dein Favorit, Traum draußen oder drin? Draußen. Stell dir vor, du wärst Lehrer. Welche zwei Fächer würdest du unterrichten? Kunst und Glück und Lebensfreude. Schon mal während der Rede gedacht, dass diese Ehe nie halten wird? Nein. Über welches Thema kannst du dich ewig unterhalten? Oh, das ist schwer. Das ist bei uns Rednern so eine Berufskrankheit. Da gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viele Themen. Im privaten Kontext bestimmt so Sachen wie Donald Trump und politische Aktivitäten. Wie beginnst du deine Reden? Wie ich die beginne? Mit einer kleinen internen Begrüßung erstmal für alle Gäste, die da sitzen, bevor das Brautpaar kommt. Und dann sage ich natürlich herzlich willkommen, liebe Gäste. In welcher Sache bist du völlig talentfrei? Handwerkliche Sachen, die über das Streichen einer normalen Wand hinausgehen. Welches ist eigentlich dein Lieblingsritual? Habe ich nicht, weil ich tatsächlich nur ein Fan von Ritualen bin, wenn die 100% aufs Paar passen und wir das dann individuell entwickeln. Also da gibt es keinen Standard. Tut mir leid. Und wie lange geht eigentlich so eine freie Rede? Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir das Ganze planen. Ein guter Richtwert ist zwischen 35 und 45 Minuten. Bei welchem Song singst du unter der Dusche mit? Da gibt es bestimmt auch einige, aber berufsbedingt dieses Jahr auf jeden Fall noch Ed Sheeran mit Perfect. Schon mal während einer Rede das Brautpaar mit dem falschen Namen angesprochen? Nein, noch nie. Versuche mal mit deiner Zungenspitze deine Nase zu berühren. Das kann ich dir sagen, es wird scheitern, pass auf. Wir sind total die Kurzzungenfamilie. Erzähl uns mal von deiner verrücktesten Trauung. Oh, von der verrücktesten Trauung. Das ist schwierig, weil ich glaube, ich so eine richtig total verrückte Trauung, wie das jeder so im Kopf hat, mit vielleicht Tortenschmeißen oder Star Wars Trauung noch nie hatte. Ich glaube, ich bin eher so die herzliche Traurednerin für die klassischen Hochzeiten, ohne das negativ zu meinen. Aber natürlich hat jede Trauung total viele schöne, auch lustige Momente. Ne? Angefangen von Kindern, die spontan reingeschrien haben, ja, die Mama will, bis hin irgendwie zu tollen Auszügen, die die Gäste organisiert haben. Also da ist alles möglich. Super, danke Katrin. Gerne, Carina.